Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich heiße Sie hier in der Finca Sandberger ganz herzlich willkommen zu unserem Galaabend zum 25-jährigen Jubiläum des Deutschen Reiserings. Ich heiße alle Mitglieder willkommen, ich heiße alle Gäste und Ehrengäste herzlich willkommen, die wir nachher noch im Einzelnen vorstellen werden. Danke sagen für 25 Jahre erfolgreichen Reisebüro-Vertrieb. Und diesen Dank möchten wir in einem angemessenen Rahmen unseren langjährigen Mitgliedern, Veranstalterpartnern und Freunden des Reiserings zum Ausdruck bringen. Und welcher Veranstaltungsort eignet sich dafür besser als die schöne Sonneninsel Mallorca? Eines solchen Jubiläums ist es natürlich auch wichtig, nach vorne zu schauen. Aus diesem Grund haben wir ein sogenanntes Zukunftsforum geplant und eigens dazu hochkarätige Gäste geladen. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir skizzieren, wie die nächsten 25 Jahre Deutscher Reisering e.V. vielleicht aussehen können. Es verspricht also spannend zu werden. Ich denke, dass der Deutsche Reisering sehr, sehr gut aufgestellt ist, sehr potenzialstarke Mitglieder hat, die im personalbedienten Vertriebskanal die Gäste an sich binden. Die Zusammenarbeit war in den letzten 25 Jahren hervorragend. Ich denke mir mal, der Reisering wird sich in Zukunft mehr auf neue Technologien ausrichten müssen und wird ein Verbindungsglied zwischen uns Technikprovidern und den Reisebüros darstellen, um die Technik näher zu bringen, in den Reisebüros behutsam dort reinzubringen, weil das ist, glaube ich, die Zukunft. Ich kann nur sagen, dass es eine gewachsene, eine sehr enge, sehr gute Zusammenarbeit ist mit einer offenen und ehrlich gelebten Kommunikation, was ich persönlich sehr schätze. Ich freue mich noch auf mindestens genauso schöne gemeinsame 15 Jahre, die wir schon hatten. Gratuliere natürlich zum 25-Jährigen und ich glaube, wir rocken das Ding bis in die Unendlichkeit. Feiern wollen wir natürlich auch und dafür haben wir eine grandiose Location vorbereitet. Ja, zu so
so einem festlichen Anlass möchten wir natürlich auch die Gründer und Visionäre der ersten Stunde würdigen. Denn ohne sie wäre ein Vierteljahrhundert deutscher Reisering nicht möglich gewesen.